Landwirt Praxistest. . 2013 hat das Vorarlberger Unternehmen Terratec mit einem neuen Hightech-Hydromäher für Aufsehen gesorgt, dem IBEX 14. Ein Jahr später kam die stärkere Variante auf den Markt, der IBEX 28. IBEX, das ist das englische Wort für Steinbock. Ob der orange Mäher diesen Namen auch wirklich verdient, haben wir in einem umfangreichen Praxistest herausgefunden. Das Herz unseres Steinbocks ist ein Benzinmotor mit elektronischer Einspritzung. Maximal 28 PS mobilisiert dieses Zweizylinder-Triebwerk von Subaru Robin. Gestartet wird elektrisch. Der Benzintank ist mit dem Hydrauliköl-Behälter kombiniert. Die Füllstände kann man an Schaugläsern gut ablesen. Unter der Motorhaube sind alle wichtigen Wartungspunkte frei zugänglich. Fahr- und Geräteantrieb arbeiten hydraulisch. Das geschlossene System besteht aus drei stufenlos regelbaren Kreisläufen. Je ein Kreis für die beiden Radmotoren und einer für den Geräteantrieb. Die drei Axialkolbenpumpen liefern immer nur jene Ölmenge, die gerade benötigt wird. Der IBEX fährt in beide Richtungen etwa 8 km/h schnell. Die Maximalgeschwindigkeit bestimmt man über ein Potentiometer. Mit dem Daumenrad am rechten Holmgriff lässt sich die Maschine stufenlos in beide Richtungen bis zur eingestellten Höchstgeschwindigkeit beschleunigen. Gelenkt wird über Drehbewegungen. Diese Einhandbedienung erfordert ein wenig Übung. Mit dem letzten Software-Update hat die Steuerung aber ihren Feinschliff erhalten. Gute Noten gibt es für die Ergonomie. Der Holm lässt sich einfach in der Höhe verstellen. Am Bedienpult zwischen den Griffen sind alle wichtigen Funktionen übersichtlich zusammengefasst. Die robusten Schalter und Drehregler kann man auch während der Fahrt gut bedienen. Bei der Arbeit im Gelände spürt man schnell die Gene des Steinbocks. Der IBEX lässt sich sehr feinfühlig bewegen. Die Stachelräder aus Aluminium gewährleisten sicheren Vortrieb in jedem Gelände. Der Antrieb ist immer kraftschlüssig und bremst sich beim Loslassen des Totmannschalters selbstständig ein. Am Seitenhang sorgt die automatische Trimmung für stabile Geradeausfahrt, auch bei unterschiedlich starkem Schlupf der Räder. Doch damit nicht genug. Mit einer hydraulisch verschiebbaren Achse kann man die Gewichtsverteilung während der Fahrt den Gegebenheiten anpassen. Schwere Anbaugeräte lassen sich beim Überfahren von Hindernissen leichter ausheben. Im steilen Gelände bäumt sich die Maschine nicht so schnell auf. Die Anbaugeräte werden mit einem Schnellwechselsystem gekoppelt. Für die Ölversorgung gibt es 4 Hydraulikanschlüsse. Die Gerätedrehzahl lässt sich mit einem Potentiometer stufenlos regeln. Beim Einschalten schwerer Anbaugeräte verhindert die Anlaufdrehzahlsteuerung ein Abwürgen des Motors. Zum Mähen stellte uns Terratec 2 Doppelmesserbalken mit 2,40 m und 3,05 m Arbeitsbreite zur Verfügung. Der große Abstand zwischen Portalrahmen und Schneidwerk verbessert den Futterfluss bei langem Gras. Mit seinem starken Motor eignet sich der IBEX 28 aber auch perfekt für richtig schwere Arbeiten. Mit dem 1,60 m breiten Schlegelmulcher von Müting kommt er gut zurecht. Leider waren die Geräte noch nicht optimal aufeinander abgestimmt. Aber auch bei anderen Einsätzen macht der große Steinbock eine gute Figur. Wir waren mit verschiedenen Anbaugeräten von Agrartechnik Seber aus Südtirol unterwegs. Dem GreenMax Extreme, das ist ein Übersaatstriegel zur Grünlandpflege, und dem Heu- und Silomax, das sind 2 neuartige Bergrächen zum Abräumen von Steilflächen. Die Testberichte zu diesen Geräten findet ihr auf landwirt.com und auf unserem YouTube-Kanal. Ein solcher Hightech-Motormäher hat natürlich seinen Preis. 24.240 Euro inklusive Mehrwertsteuer verlangt Terratec für die Grundmaschine mit Stachelwalzen. Der 2,40 Meter breite Mähbalken schlägt mit weiteren 5.500 Euro zu Buche. Der Mulcher kostet 6.700 Euro. Dafür bekommt man aber einen durchdachten Hightech-Motormäher, der sich nach unserer Meinung zu Recht Steinbock nennen darf. Den ausführlichen Testbericht mit allen Ergebnissen findet ihr in der Landwirt-Ausgabe 12/2015.